Wie die Zeit vergeht. Der Künstlername Hubert von Goisern ist praktisch ein Racheakt. Weil ich hab mich nie richtig akzeptiert gefühlt. Bist du wirklich selber der Meinung, dass das, was du jetzt machst, die zukünftige Volksmusik ist? Und dass du hupfst bei deiner Schemmusik, ist mir auch unerklärlich. Ich hupf halt gern. Der Grund, warum ich das mache, das ist, weil ich eine Brücke schlagen will zwischen den Menschen. Das sind alles so Länder, wo man sehr viel in den Zeitungen gelesen hat, dass das jetzt nicht gut sein wird für Europa, wenn die auch noch dazukommen. Da möchte ich mir selber ein Bild machen. Robert von Goisern habe ich gestern Abend in eine Klinik nach Frankfurt gebracht. Nach den Laborwerten bedeutet das Auftrittsverbot. Einfach wieder schlendern, über Wolken gehen und im totgesagten Parken Flussufer stehen. Leben ist Verschwendung. Und das finde ich aber positiv. Wenn ich mir irgendwas vornehme, dann ist es das, verschwenderisch zu sein mit dem, was ich hab. Jeder weiß, dass das Geld nicht auf der Wiese, wenn's noch ein bisschen kann man sein, wie oder brennen.